Moin Moin, Miro hier. Ja, mal ein etwas anderer Anblick, als ihr den sonst vom Anfang meiner Videos gewöhnt seid. Aus aktuellem Anlass ein Video aus meiner Küche, denn ja, ich habe Hunger und während im Hintergrund die Hirse vor sich hin köchelt, mache ich jetzt mal mit meinem neuesten Pass-Around-Messer, das ich organisieren konnte, dem D01 von Sonnenknives Company oder eigentlich von Stedemon Knives. Ja, mal ein paar Schnippeltests und ich dachte mir, ja, dann nehme ich euch doch einfach mal direkt mit. Mit dem vorderen Teil der Spitze kann man auf jeden Fall sehr schön kleine, feine Scheibchen abschneiden. Man sieht, die ist quasi durchsichtig. Also da lässt sich doch durchaus akkurat mitarbeiten. Ja, schauen wir mal, wie das in dem hinteren Teil der Klinge aussieht. Auch hier. Wenn auch etwas unkontrollierter, doch recht feine Schnitte möglich. Allerdings, ich würde dann mit feinen Sachen, also feinen Arbeiten, doch lieber hier im vorderen Bereich der Spitze arbeiten. Ja, nehmen wir als nächstes mal ein bisschen Lauch. Da weiß ich aus früheren Tests, dass diese Lauchblätterchen manchmal bei Klingenbeschichtungen einen gewissen Widerstand auslösen. Das ist hier auf jeden Fall mit diesem Blackwash nicht der Fall. Ganz angenehm. Auch hier lässt sich schön schnell und zügig und kontrolliert mit dem vorderen Teil der Spitze arbeiten. Jedenfalls so kontrolliert, wie das meine Fähigkeiten zulassen. So, das gleiche kann auch mit Zucchini passieren. Aber auch das nicht der Fall. So, die Hirse kocht über. Kurzer Schnitt. So, der Kochtopf ist wieder unter Kontrolle gebracht. Kann es ja weitergehen. Gerade merke ich, man muss schon ein bisschen Druck ausüben, wenn man ganz durchkommen will. Also, trotz der Klingenstärke hier von, ich würde mal sagen, 3, 3,5 mm, hat es doch keine so große Spaltwirkung, wie ich gedacht hätte. Jetzt gerade auch wieder. Es scheint halt doch eher ein Messer zu sein für den EDC als für den ultrastabilen Gebrauch, was ich persönlich ganz schön finde. Da schauen wir uns den Anschliff am besten demnächst nochmal genauer an. Ja, es gab schon Messer, die besser durch Zucchinis durchgekommen sind, aber ja, das wären dann so 2 mm Klingen gewesen. Oder noch dünner, wie beim Victorinox. Ist tatsächlich ganz zufriedenstellend, das Ergebnis, da bin ich überrascht. Überhaupt, ich dachte, die Klinge wäre doch deutlich mehr fürs Grobe gemacht als so für Alltagsaufgaben wie diese hier. Ganz schön. So, nachdem wir gerade so Materialien bzw. Gemüse getestet haben, das man ganz gerne mit der Klingenbeschichtung Probleme macht, schauen wir uns jetzt mal was Gröberes an. Wie gesagt, Spaltwirkung habe ich jetzt keine so besonders starke feststellen können. Also schauen wir mal einfach, wie das mit einer Karotte aussieht. Dafür mache ich mir etwas Platz. Diese hier halbiere bzw. viertel ich erstmal. Ja, wirklich, da ist kaum Spaltwirkung gegeben. Aber schauen wir uns mal mit dieser hier an, wie es mit Scheibchen aussieht. Also ich merke schon, ich muss doch einiges an Kraft aufwenden. Könnte dafür dann aber auch mit etwas weniger Geschwindigkeit relativ dünne Scheibchen hinbekommen. Aber ich habe Hunger, das muss schnell gehen. Also doch einfach Kraft und schnell. Ja, also durch die Karotten, da ist das auf jeden Fall ein Schwachpunkt. Dafür ist die Klinge dann doch zu breit und der Anschliff ist dann nicht ganz schneidfreudig genug. Allerdings, ich merke, sobald die etwas dünner wird, gibt es wieder kaum noch Probleme. So. Deshalb schauen wir mal, wie das mit der zweiten Hälfte hier aussieht.
Ja, geviertelt funktioniert das Ganze schon wieder deutlich besser. Wie man sieht, ich kriege da eine relativ gleichmäßige Konsistenz hin bei den Karottenstücken. Das ist eigentlich ganz schön. Das heißt, mit diesem Messer, bei dieser Klingenstärke, muss man wohl einfach schauen, dass man ja, nicht an zu dicke Gemüsesachen rangeht. So, der Rest ist langweilig. Beschleunigen wir mal eben. So, ja, ihr habt vielleicht selbst bei der beschleunigten Variante gerade gesehen, dass es dann doch deutlich einfacher war, wo das Schnittgut kleiner und flacher war. Also, ja, definitiv schon mal ein kleiner Schwachpunkt des Messers, der, wie gesagt, wahrscheinlich der Klingenstärke zuzusprechen ist. So, ja, und zum Abschluss für des Gemüsetests dachte ich mir, wenn das Messer Zwiebeln gut schneidet, dann wahrscheinlich auch eine Tomate. Und ich denke, ja, das geht tatsächlich mit kaum Druck. Da kann man schöne, normale, große Scheiben produzieren. Auch relativ dünne, aber ich merke schon, ja, da ist dann doch ein gewisses Limit. Also viel schmalere Streifen, als die Klinge breit ist bzw. dick ist, gehen damit nicht. Und ich merke gerade, die Tomatenhaut macht dem Messer dann doch Schwierigkeiten. Das heißt, gleich am Ende, wenn das Essen komplett fertig ist, schauen wir mal kurz, wie scharf das Messer ist. Naja, das kommt im Mund. So, ein kleiner letzter Test also, bevor es wieder zurück an den Schreibtisch in die gewohnte Umgebung geht. Und zwar, wir schauen einfach mal, ob das Messer scharf genug ist, noch um zu rasieren. Und ich zeige euch das einfach mal hier. Da habe ich genug Haare. Ja. Es nimmt noch Haare mit. Vor allem im hinteren Bereich der Klinge, mit dem ich einfach auch im Alltag nicht viel arbeite. Aber der vordere Teil, der ist doch relativ schnell am Stumpf werden. Wobei ich sagen muss, er ist jetzt noch weit von stumpf entfernt. Man hat ja gesehen mit dem ganzen Gemüse und so, das ist eine sehr gute Gebrauchsschärfe. Aber ja, ein Haar wird da nur noch ab und zu mitgenommen. Na gut, ich gehe mal an den Tisch, ess was und dann geht's weiter. Oh, nee, darum geht's nicht im Video. Okay, jetzt aber mal langsam zum wirklichen Video. So, und dann kommen wir mal zu dem Messer selbst. Ich lege es ganz kurz mal beiseite. Ich habe es im Vorstellungsvideo schon erzählt, aber ja, aus irgendeinem Grund denkt sich Stedemann Knives gerne unter Firmen aus, also neue Brandnames für irgendwelche anderen Produktlinien. Da finde ich, könnten sie auch einfach das die Son Product Line nennen oder so. Aber nein, das Messer ist jetzt von der Son Knives Company. Aber eigentlich und in Wirklichkeit ist es eben von Stedemann Knives. Das heißt, die Messer sind meistens ein bisschen teuer, aber haben mittlerweile doch sich wirklich gemausert und bieten eine sehr schöne Qualität. Ja, das fängt schon mit der Verpackung an. Die hat sich tatsächlich auch gemausert. Ich finde die ziemlich schick. Hier so bökerartig mit so einer Metalllasche. Einfach nur ein bisschen Folie eingepackt. Und das war's. Also man hat sich aufs Wesentliche konzentriert. Das finde ich aber auch vollkommen legitim. Hier in der Box steht außerdem, oder auf der Box steht außerdem der Titel. Das ist das Modell D01. Ja, man würde sich einen etwas griffigeren Namen wünschen. Und man sieht, erstens ist es 440C Stahl und zweitens, ich habe die Black Stonewash Variante. Es gibt aber auch noch einen Stonewash und auch eine satinierte Klinge. Und ja, man kann auch sehen, es gibt noch einige andere Farben und sogar Carbon Fiber anscheinend. Ja, also so viel zu der Verpackung. Kommen wir zum eigentlich Interessanten, zu dem Messer. Das D01 ist ein Flipper.
Der ist auch mittlerweile sehr schön gelungen. Da gab es bei den ersten Produkten noch immer so ein bisschen Probleme. Das ist aber mittlerweile echt Geschichte. Flippt richtig gut und hat auch von Haus aus einen wirklich schönen Klinglauf. Die Klinge ist leicht links, aber noch okay, würde ich sagen, vom Klingenstand her. Und der Liner ist ziemlich perfekt. Hakt allerdings leider noch ein bisschen. Als ich es ausgepackt habe, die ersten drei, vier Mal flippen, hat da nichts gehakt. Aber mittlerweile hat es halt leider doch einen hakenden Liner-Lock. Nicht doll, aber man konnte es vielleicht gerade hören. Ja, das kann man hören. Also da muss noch ein bisschen nachgebessert sein. Das kann aber auch einfach sein. Das Messer war am Anfang ein bisschen sehr ölig, wahrscheinlich für den Transport, um es zu schützen, dass ein kleines bisschen was von dem Öl hier auf den Linerlock geraten ist. Und dann entwickelt sich sowas ja wirklich leider sehr schnell. So, bevor ich schaue, was sich da machen lässt, genauso, ob sich vielleicht noch was beim Klingengang machen lässt, obwohl der wirklich sehr gut ist, gehe ich mal auf das Messer im Allgemeinen ein. Ihr seht das schon, es ist schwarzes G10 mit einem Blaze Orange Backspacer. Der farbliche Akzent kommt eigentlich ganz cool, auch wenn ich persönlich mir, wenn ich mir schon das Ganze mit schwarzer Blackwash Klinge hole, dann auch noch einen schwarzen Backwasher gewünscht hätte. Kann man sich theoretisch aber auch zusammenbauen. Von mir im Passwort wird jetzt ja auch noch die orangene Variante rumgeschickt. Die hat einen schwarzen Backwasher. Vielleicht tauscht ja irgendjemand mit mir. So, die Klinge ist ein Spearpoint, würde ich sagen, durch die falsche Schneide hier oben. Ansonsten eher ein normaler Droppoint. Wir haben keinen Bauch hier, also jedenfalls keinen Recurve-Bauch, meine ich. Das heißt, hier sind keine Schwünge in der Klinge und das Ganze lässt sich dadurch eben recht leicht nachschärfen, was ich gleich auch probieren werde, denn wir hatten ja gerade schon gesehen beim Kochen, der Teil hier der Klinge, der ist jetzt durch meine Alltagsnutzung und durch das Kochen dann doch relativ schnell ja, nicht stumpf geworden, hat aber so weit an Schärfe verloren, dass er nur noch ab und zu mal ein Haar mitnimmt. Und das, ja, das muss ja nicht sein. Das können wir ja sicherlich mit dem Jeansbrett sehr schnell wieder auf Rasurschärfe bringen. Ja, ansonsten die Klinge gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Wir haben hier einen, ich würde sagen, einen Flachschliff. Eine schöne Fehlschärfe, die hier in zwei verschiedenen Stufen durch den Klingenrücken gezogen wird. Das Logo ist Stedemann mittlerweile richtig gut gelungen, finde ich. Ein Z, beziehungsweise in dem Fall eben von der Sonnenknife Company. Ne? Und auch ansonsten ist die Klinge gar nicht sonderlich zugeballert. Ist jetzt wahrscheinlich nicht so leicht zu lesen, aber da steht einfach nur ZKC, also Sonnenknife Company D01, also den Modellnamen und eben auch, dass es ein Stedemann-Design ist. Also man steht schon dazu, dass das ein eigenes Design ist. Sonst auf dem Pocket Clip nochmal Sonnenknives Company. Ich finde, das ist ein ganz guter Ort, um sowas zu machen. Zum einen tragen wir dann alle mit unserer Hose Werbung mit uns rum und zum anderen finde ich, ist das noch ein Ort, an dem das relativ, ja, dezent angebracht wird. Klar, noch cooler ist hier sowas auf dem Backspacer oder so, aber das ist ja auch alles wieder Geschmackssache. So, also die Klinge kriegt von mir rein optisch erstmal 8 oder 9 von 10 Punkten. Die holt mich wirklich voll ab. Die finde ich richtig schick und cool gemacht. Ich finde es auch schön, dass die Fingermulde hier auch mal groß genug für normale Finger ist. Ich passe ja mit meinen kleinen Fingern hier fast immer in so gut wie jede Fingermulde rein. Aber ja, so einer vom Kaliber Stefan oder Andy, die hätten da ihre Schwierigkeiten. Und ich denke, auch bei denen wird das gut klappen. Beim Stefan seht ihr das schon, der hat ein Video zu diesem Modell schon gemacht. Ich habe es extra nicht angeguckt. Und ja, vom Andi werdet ihr es noch erfahren. Und auch ansonsten, der Griff ist schön universell gehalten. Wir haben hier zwar eine Fingermulde, aber auch für mich mit den kleineren Fingern ist die in keiner Form störend. Ich kann das Teil richtig, richtig gut in die Hand nehmen. Und ja, je nachdem, wie fest man zugreift, hat man dann schon leichte Hotspots.
hier an den Kanten, die doch, klar, sie sind gebrochen, aber hätte man natürlich nochmal um 45 Grad brechen können, was dann aber dem Design wieder abträglich gewesen wäre. Also immer so ein bisschen, ja, eine Frage des Kompromisses. So, da ich es noch gar nicht gemacht habe, blende ich euch jetzt mal kurz die Daten zu dem Messer ein. Ja, also wie man sieht, ist es trotz der doch relativ, ja, großen Klinge und überhaupt, es ist jetzt kein kleines Messer, doch recht leicht. Das liegt daran, dass es ein Liner-Lock ist, der allerdings, kann man hier so ein bisschen an den Spiegelungen erkennen, nicht skelettiert ist. Man hätte also noch mehr Gewicht sparen können. Ja, sehr schön finde ich die Entscheidung für Schlitzschrauben. Das ist echt klasse. Also kann das wirklich jeder immer in praktisch jeder Situation immer mal wieder reinigen, auseinandernehmen, tunen. Wir haben hier ein kugelgelagertes System in einem Käfig. Ich denke, in den nächsten Reviews wird das Messer auseinandergenommen, deshalb werde ich das hier mal nicht tun. Da sei einfach auf die Playlist unten in der Videobeschreibung verwiesen. Und ja, im Prinzip, das Messer ist dann doch sehr clean. Hier auf dieser Seite doch ein paar mehr Schrauben durch den Pocket Clip. Da hätte man vielleicht sich die Schraube hier sparen können, den Spacer ein bisschen anders, den Pocket Clip ein bisschen anders hinpacken können. Dann wäre die vielleicht damit zugewandert. Aber ganz ehrlich, das stört mich jetzt nicht weiter. Schön finde ich es außerdem, wie der, wie das Lanyard-Hol, also der, wie heißt das Ding auf Deutsch? Die Fangriemenöse positioniert ist. Ich finde das ziemlich passend, zumindest für meine Hand. Und auch schön, dass es mal einfach nicht nur ein Loch ist, sondern ja, eine etwas andere Form. Der Griff gibt einem wirklich guten Halt durch die Riffelung, die man hoffentlich im Video ganz gut erkennen kann. Die ist so vielleicht ein Viertelmillimeter tief oder so, also nicht sonderlich tief, aber gibt doch wirklich sehr, sehr guten Grip. Was auch nötig ist, denn ansonsten ist das hier eher glatt, auch wenn man hören kann. Da ist durchaus ein kleines bisschen Widerstand. Ja, zur Schneidfreudigkeit. Ihr habt es gesehen eben in den Kochpassagen. Der vordere Teil der Klinge, wie meistens bei so relativ dicken Klingen, der ist recht schneidfreudig. Für Alltagsaufgaben aller Art reicht es auf jeden Fall aus. Das Messer wirkt außerdem schön stabil und ja, wenn man etwas mehr Kraft braucht, also zum Beispiel vielleicht beim Schnitzen oder so, dann kann man eben richtig schön nach vorne gehen, fest zupacken und dann das Schnittgut am Messer entlang ziehen. Da kann man sich wirklich auf das Messer verlassen. Klingenspiel nicht vorhanden, weder vertikal noch horizontal. Da muss man mal schauen, wenn man das Messer optimiert hat, ob da nochmal was passiert. Und ja, der Klinggang von Haus aus wirklich super. Wobei ich merke schon, dass da irgendwie noch ein bisschen Öl dazu könnte oder so. Also die Bälle, die Keramikbälle oder Metallbälle, da muss ich nochmal gucken, was es ist. Die schleifen doch ein bisschen auf dem Metall, hört ihr bestimmt. Und jetzt kann ich euch auch den Detent mal demonstrieren. Sehr schön. Das rastet satt ein. Man muss schon wirklich sich Mühe geben, um das aufzuschütteln. Das heißt, ich finde den Detent richtig adäquat. Genau richtig, genau nach meinem Geschmack. Mit dem Griff bin ich wirklich sehr zufrieden. Der ist wirklich, wirklich schön gemacht. Ich finde auch das Design tatsächlich sehr schön und ansprechend mit den Linien. So, da hat die Kamera sich wieder entschieden, dass sie überhitzt. Das Ding muss ich echt bald einschicken. Macht aber auch nichts. Ich werde den 440C Stahl jetzt einfach nachschärfen und ihr könnt live zuschauen, wie schnell das geht. Ich mache nur den vorderen Teil, weil nur der wirklich stumpf war.
Ja, und schon nimmt es wieder ordentlich Haare mit. Mal gucken. Na, vielleicht kann man es erkennen. Da sind ein paar. Für ein besseres Ergebnis müsste man jetzt noch ein kleines bisschen länger abziehen, aber ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Der Stahl ist vielleicht jetzt nicht gerade oberste Klasse. Und ich finde, bei einem Preis von 80, 90 Euro hätte auch VGC drin sein können. Allerdings, also Böker zum Beispiel kriegt es mit seiner Böker Plus-Serie vom Urban Trapper zum Beispiel hin. Allerdings, die haben dann auch für gewöhnlich keinen Kugellager, ne? Man muss sich immer entscheiden, was man will. Das hier ist auch ein großes Messer, viel Material verbaut, auch wenn die Materialkosten natürlich nicht besonders wichtig sind. Der Clip habe ich vergessen. Kleine Seitennotiz, der ist sehr straff. Da müsste man darüber nachdenken, ob man sich den wirklich jedes Mal in die Hose hauen will. Sonst in Kombination mit dem G10-Muster hier, mit den Rillen, rappelt man sich die Hose dann doch ziemlich schnell auf. So, aber trotzdem, wieder zurück zum Thema, ist das Messer für mich durchaus von einem Preis-Leistungs-Verhältnis angebracht. Der Preis ist okay. Jetzt rasiert es schon besser. Also wirklich, das waren jetzt vielleicht 20 Züge übers Leder oder so, beziehungsweise über mein Jeansbrett, meine Alternative. Und ich habe dabei nicht besonders starken Druck ausgeübt, weil ich die Klingengeometrie nicht irgendwie verändern wollte. Und schon hat man das Messer wieder scharf. Das ist eben wirklich ein ganz großer Vorteil vom 440C und anderen ähnlichen Stählen. Zum Größenvergleich gebe ich noch mal kurz einen Spyderco UK PK dazu. Das werden viele von euch schon kennen, schon mal in der Hand gehabt haben. Man sieht, das ist dagegen wirklich winzig. Ich habe dummerweise wenig Messer in der richtigen Größe. Und da wir über Böker geredet hatten, Böker Plus, hier noch mal das Excalibur 2, das ich dann doch nicht verkaufen konnte, hat in etwa die Größe eines Spyderco UK PKs, ist ein bisschen kleiner. Ja, und was schön zu sehen ist, ist, dass obwohl das Messer so lang ist, es doch verhältnismäßig schmal ist, was ich immer sehr gut finde. So, vergebt mir das, es ist ein bisschen unstrukturiert, das Video. Ich habe mir nämlich keine Notizen vorher gemacht. Mir sind nämlich noch mehr Sachen aufgefallen, die ich mir hätte notieren sollen. Hier schön finde ich, wie sie beim Liner Lock hier ein bisschen Material abgetragen haben, damit noch etwas mehr Komfort da ist, wenn man eben das Messer wieder entriegelt. Da ist es dann tatsächlich gar nicht so schlimm, dass es ein bisschen hakt. Und ich finde, sie haben die Grifflänge von der Klinge her sehr gut ausgenutzt. Und das ohne, dass man hier Probleme kriegt. Ich denke, damit bin ich fürs Erste erstmal fertig, wenn da nicht noch eine Kleinigkeit wäre. Und zwar die letzte Ölung, die ich jetzt auch durchgeführt habe. Ja, es wird schwierig sein, auf dem Video den Unterschied zu erkennen, aber ich habe das Messer jetzt moderat geölt und der Klingengang ist noch mal eine ganze Stufe schöner geworden. Noch ein kleines bisschen Tune an der Achsschraube und dann würde die Klinge tatsächlich so ganz von selbst ins Heft fallen. Ich weiß, dass die orangene Version, die ich rumgeschickt habe für den Pass Around, noch einen etwas besseren Klingengang hatte. Und ich denke, wenn Fred oder auch unser McFlosen, also Prana oder McFlosen, damit durch sind mit dem Messer, dann wird es richtig schön rund laufen. Und überhaupt natürlich Benutzung wird das hier auch besser. So, also mit diesem wunderschönen Klingenlauf schicke ich das Messer dann jetzt auch mal wieder aus dem Video und euch auch. Ich hoffe, das etwas unstrukturierte Video hat euch trotzdem Spaß gemacht und ihr konntet einiges mitnehmen. Also nochmal ganz kurz, das Messer kostet 80 bis 90 Euro. Mittlerweile hat Stidemon auch einige deutsche Händler gefunden. Die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Das ist unter anderem das Messerdepot und ich glaube der Söldner-Messerladen oder Söldnerladen auf eBay. Und ja, an der Stelle nur noch mein Dank an Stidemon Knives, dass sie mir das Messer zum Testen zur Verfügung gestellt haben und eben nicht nur das, sondern auch meinen Pass-Around-Teilnehmern ein weiteres Exemplar zugeschickt haben. Ja, ich hoffe, zusammen mit den ganzen anderen Tests ergibt sich so ein schönes Testbild und ihr findet die Playlist mit allen Videos unten in der Videobeschreibung. So, das war's jetzt wirklich von mir. Grüße aus dem Norden.